Wie überall in Niedersachsen, so kann man auch auf dem Weg zum Künstlerdorf Worpswede solchen paramilitärischen Aufzügen begegnen. Diesmal handelt es sich um das Schützenfest im Teufelsmoor, wenige Kilometer nordwestlich von Bremen. Der Kelch männlicher Lebensfreude wird hier möglichst bis zur Neige geleert. Die Teufeleien der Torfteufel sind ausgesprochen harmlos. Man sollte sich nicht teuflisch ernst nehmen, genauso wenig wie das ganze martialische Gepräge mit Flinte, Spielmannszug und Ordensbrust. Es geht hier gar nicht so sehr ums Schießen. Das ist mehr ein dem bäuerlichen Zielbewusstsein von der Tradition vorgeschriebener Umweg zu vielfältigen ländlichen Belustigungen. Auch der Großstädter, der auf der Festwiese längst nicht mehr fremder, sondern gern gesehener und zahlender Gast ist, kommt bald auf den Dreh, dass die einfachsten Vergnügungen oft die ergiebigsten sind. Dass die Flügel der Worpsweder Mühle sich wieder drehen, verdankt die Gemeinde dem Direktor einer Eisrevue. Er stiftete das Geld für die Instandsetzung und trug so dazu bei, diesem Dorf, in dem seit 7 Jahrzehnten mehr gemalt als gemahlen wird, seinen dörflichen Charakter zu erhalten. Worpswede zählt etwa 3.800 Seelen, bäuerliche und musische. Das gemeinsame Ziel ihrer Erdenwege, der alte Friedhof auf dem Weiherberg, bewacht von der Weißen Kirche aus dem 18. Jahrhundert. Es führen viele Wege nach Worpswede. Das hat es besonders mit Rom, aber auch mit einigen anderen Orten gemeinsam. Man kann das vielgeliebte Dorf mit der Kleinbahn, per Schiff oder auf reichlich rubbeligen Straßen erreichen. Die Bahn von Bremen nach Bremervörde setzt einen Großteil ihrer Fahrgäste in Worpswede ab. Die Motorschiffe Tilly, Delfin und Worpswede erreichen das Dorf, die Hamme aufwärts tuckernd, beim Campingplatz Neuhelgoland. Für ihre Passagiere verbindet sich der Besuch Worpswedes mit dem beschaulichen Genuss einer mehrstündigen Fahrt durch die Marsch- und Moorlandschaft zwischen Fegesack und Worpswede. Die meisten Besucher jedoch erreichen das Ziel eines in Kulturnähe gehobenen Weekends auf Rädern, in Bussen oder nach den ehernen Gesetzen prestigehungriger Wohlhabenheit im mehr oder weniger abgezahlten eigenen Auto. Angekommen stehen sie unvermittelt vor der Frage, ob sie sich erst der Kunst und dann dem Kaffee widmen sollen oder umgekehrt. Beides liegt in Worpswede eng beieinander. Die Cafés leben von der Kunst und die Kunst auch ein wenig vom Kaffee. Hier sind alle Entscheidungen längst gefallen. Von Worpswedes 5 ständigen Kunstausstellungen sind 3 fast ganz den sogenannten alten Worpswedern gewidmet. Jenen 5 Malern, die um die Jahrhundertwende von den gleichen Problemen fasziniert und vorübergehend in persönlicher Freundschaft verbunden den Ruhm des Dorfes begründeten. Hans am Ende, Karl Finnen, Otto Modersohn, Fritz Mackensen, Fritz Overbeck und Heinrich Vogeler. Anfangs verlacht, errang die Vereinigung mit ihrem für damalige Verhältnisse sensationellen Naturalismus einen Welterfolg. Mackensens trauernde Familie erhielt in München eine Goldmedaille. Und bis nach Paris sprach man von einer L'art à la Worpswede, von worpswedischer Malerei. Dem Kreis der alten Worpsweder eng verbunden war die Bildhauerin Clara Rilke Westhoff, Frau und Porträtistin Rainer Maria Rilkes. Ein Gruppenbild Heinrich Vogelers, links im Vordergrund Paula Becker-Modersohn. Über Fritz Mackensen, den Begründer der Worpsweder Vereinigung, gibt Bernhard Kaufmann Auskunft. Dem Impressionismus ging es darum, das Flüchtige, den Augenblick einzufangen, während es unseren Worpsweder Malern doch ging um die Darstellung des Überzeitlichen und Überörtlichen, wie es gerade aus diesem Bilde spricht. Man betrachte nun mal die müden Augen der Bäuerin zu den Hellwachen des Kindes. Dabei ist doch alles Mütterliche in diesem Bild eingefangen, die weit ausladenden Arme, die das Kind halten, und was das Wesentliche ist, alles ist auf die letzte Form gebracht. Keine unnötige Zutat, kein Vordergrund, kein Hintergrund, nichts, was irgendwie vom Blick, den Blick ablenkt.
Des Weiteren sieht man an diesem Bild, wie gerade Professor Mackensen berufen war, Lehrer Paula Mudersohn Beckers zu sein, die mit ihrer Malerei selbst zum Weltruf gelangte. Bernhard Kaufmann gelang es, das erste in Worpswede gemalte figürliche Bild zurückzuholen. Es wurde 1899 von Fritz Mackensen gemalt, dem ersten der Maler, die nach Worpswede kamen, und dem letzten, der es verließ. Zwei Jahre vor seinem Tod, im Jahre 53, zeigen diese Aufnahmen den alten Künstler an seinem 85. Geburtstag. Vereinsamt, aber auch abgeklärt. Man sagt, dass die junge Worpswederin Mimi Stolte am Ruhm ihres Dorfes nicht ganz unbeteiligt sei. Ihr Neffe, der Handelsmann Ferdinand Stolte, sollte die Richtigkeit dieser Geschichte bestätigen. Ja, da gerne. Unsere Familie kam hier mit Jürgen Christian Findorf vor 200 Jahren nach Worpswede. Und unser Urgroßvater war der erste Pastor hier. Nur wir sind mit dem Land sehr verbunden und lieben das Land. Und aus dieser Liebe heraus erzählte meine Tante damals in Düsseldorf dem jungen Fritz Mackensen von der Schönheit dieses Landes. Und Fritz Mackensen sagt, ach, fahr ich mal mit hin, wie so junge Leute sind. Nicht? Und aus diesem Mal ist dann die Künstlerkolonie Worpswede entstanden. Mein Großvater war damals Bürgermeister von Worpswede und hat viel für die jungen Künstler getan. Der vielseitigste, tragischste, aber auch humorvollste Künstler des alten Worpsweder Kreises war Heinrich Vogeler. Das Archiv im Schluh, wo heute zwei seiner Töchter leben, bewahrt unter anderen Werken auch diese liebenswerten Karikaturen auf. Vogeler selbst. Otto Modersohn. Fritz Mackensen. Fritz Overbeck. Über Altworpsweder Kuriosa zeigt sich Archivar Hans-Hermann Rief bestens informiert. Außer den Bildern von Heinrich Vogeler haben wir hier dann im Haus im Schluh im Worpsweder Archiv ein Bild, was ein Unikum in der Geschichte der Worpsweder Malerei darstellt. Das ist das Liebesleben in der Natur. Im Jahr 1905 gab der Naturforscher Wölsche ein Buch heraus, gleichen Titels, das Liebesleben in der Natur. Und das wurde schnell ein Bestseller. 1906 lasen einige Worpsweder Maler dieses Buch gemeinsam und eines Sonntagsnachmittags haben sie dann zum Spaß dieses Bild, was Sie hier sehen, gemalt. Den Hauptanteil an dem Bild hat Paula Modersohn Becker. Von ihr stammt diese Mittelgruppe, ein Selbstbildnis von ihr. Außerdem hat sie dieses Paar unter dem Baum gemalt. Das sollen Heinrich und Martha Vogeler darstellen. Und von ihr ist auch der schwebende Putto oben im Himmel. Der Puttenreigen hier rechts ist von Heinrich Vogeler. Die Landschaft im Hintergrund von Otto Modersohn. Das Paar unter dem Baum wieder von Heinrich Vogeler. Die Gruppe daneben von Martha Vogeler. Die Kinderakte und Hunde vorne von Karl Weidemeier. Und die Hühner und die Puppe von Mieke Vogler, der damals fünfjährigen Tochter Heinrich Voglers. Wir Kinder Heinrich Voglers erhalten das Andenken unserer Eltern und auch unsere Kinder und Enkel sind schon kunsthandwerklich tätig und auch die Urenkel werden hineinwachsen in unsere Häuser. Diese Häuser standen ursprünglich in einem kleinen Moordorf. Martha Vogeler, die vor zwei Jahren verstorbene Frau Heinrich Voglers, ließ sie abbrechen und im Schluh wieder aufbauen. Eine ihrer Töchter pflegt hier außer dem künstlerischen Andenken ihres Vaters auch die Tradition seiner einstmals berühmten Gastlichkeit. Ihr Pensionsbetrieb ist ganz auf individuelle Betreuung eingestellt. Bettina Müller-Vogeler, die andere Tochter des Malers, betreibt eine der wenigen Gobelin-Webereien Europas. Diese Kunst ist heute beinahe ausgestorben. Warum gibt es sie noch in Worpswede? Und wie ist Bettina Vogeler dazu gekommen, sich gerade diesem seltenen Kunsthandwerk zu verschreiben? Das sind Fragen, die niemand besser beantworten kann als die Hausherrin selbst. Meine Mutter wollte das alte Handwerk erhalten und hat darum mit den Bauernfrauen angefangen, mit der Handweberei. Sie hat dann aus Bremen eine Lehrerin kommen lassen, die Bildweberei unterrichtete. Da habe ich als Kind das schon mitgelernt und bin dabei geblieben mein Leben lang, weil es mich am
meisten interessierte. Die Arbeit an einem größeren Gobelin erfordert unendlich viel Geduld. Eben jene stille, entschlossene Beharrlichkeit, die aus dem ganzen Wesen Bettina Voglers spricht. Diese Eigenschaft, wie auch das Interesse an kunsthandwerklicher Tätigkeit, scheint sich auch in der Generation der Urenkel Heinrich Voglers auszuprägen. Jedenfalls fanden wir unter den Besuchern der Handweberei im Schluck keinen, der dem Vorgang des Webens mit so viel Konzentration folgte wie Frank, eines der Enkelkinder Bettina Voglers. Das Motiv Faun und Nymphe stammt von Walter Müller, dem Schwiegersohn Heinrich Voglers. Das Nixenmotiv ebenfalls. Auf Gobelins in Holz, so könnte man sagen, hat sich Voglers Enkel Hans-Georg Müller spezialisiert. In seiner Kunsttischlerei im Schluh stellt er Intarsien her, deren Abmessungen von wenigen Quadratzentimetern bis zu einigen Quadratmetern reichen. Die einzelnen Teile dieser Intarsien werden aus verschiedenfarbigen Edelholzfolien geschnitten und wie bei einem Puzzlespiel zusammengesetzt. Diese Großintarsie wurde von einem Hamburger Bankhaus in Auftrag gegeben. Auch als Möbeltischler hat sich Hans-Georg Müller einen guten Namen geschaffen. Seine modernen Sitzmöbel machen das oft empfohlene Abwarten und Teetrinken zu einem bequemen Vergnügen. Dies sind Worpsweder Bauernstühle, der rechte von Großvater Vogler nach alten Vorbildern entworfen. Auch die Rindlederstühle aus Müllers Werkstatt sollen den Besitzer zu dauernder Sesshaftigkeit verführen. Nur durch die Landschaft ließ Ernst Licht sich zur Sesshaftigkeit in Worpswede verführen. Als Angestellter der Bremischen Straßenbahnen blieb er zwar weitgehend unbekannt, dafür erlangte er bereits in den 20er Jahren Komponistenruhm, als er begann, Heide und Moor nach Noten zu lieben. Seine recht gefühlvollen Vertonungen von Löhnsliedern gehören zu den schönen sentimentalen Erinnerungen der Generation zwischen den Kriegen. Anderen Worpswedern gibt die Natur nicht nur die Anregung, sondern auch das Material für ihre künstlerische Betätigung. Erika von Kleist sammelt Torf nicht, um ihn zu verheizen, sondern um ihn zu reizvollen kleinen Skulpturen zu verarbeiten. Für die Familie von Kleist bedeutete die Flucht aus Ostpreußen nicht Verbitterung und Resignation. Deodat von Kleist, einst ein bekannter Nimrod in den Forsten des Ostens, schuf sich aus einem Flecken Moorland ein bescheidenes, aber auch idyllisches Stück neuer Heimat. Als Autodidakt bereicherte er das Goldschmiedehandwerk um eine neue Technik der Fassung. Erika von Kleist beim Modellieren einer Figur aus getrocknetem Torf.
Deodat von Kleist hat sich jetzt handfesten Kupferarbeiten zugewandt. Wer seine Schaschlikpfannen mit dem Hirschhorngriff kennt, wird sie bald als unentbehrliches Requisit für Gartenfest, Picknick oder Camping schätzen. Uns interessierte, wie es kam, dass sich die Familie von Kleist gerade in Worpswede angesiedelt hat. Ja, das wäre eine lange Geschichte. Nachdem wir 1945 auf der Flucht hier oben in dem norddeutschen Raum landeten, lernte zufällig meine Frau Frau Magda Vogler kennen. Und Frau Magda Vogler ermöglichte es, dass wir nach hierher zogen. Und daraus entwickelte sich allmählich ein Familienbetrieb. Mein Sohn lernte Goldschmied, meine Tochter ist auch Goldschmiedin, meine Frau schnitzt Torf und ich beschäftige mich jetzt mit Kupferarbeiten. Torfplastiken von Erika von Kleist. Helmut von Kleist, ein Schüler Opoffs, hat inzwischen die Goldschmiedewerkstatt seines Vaters übernommen. Die schon erwähnte Technik der Fassung, durch die sich Kleistsche Arbeiten von anderen unterscheiden, geht übrigens darauf zurück, dass Deodat von Kleist nicht löten konnte. Dieser Mangel brachte ihn darauf, Ring und Fassung aus einem Stück zu schmieden. Kühl und kostbar präsentieren sich die Arbeiten aus der Werkstatt eines anderen Worpsweder Goldschmiedes. Hartfried Rinke hat mit seinen fantasievollen Schmuckstücken schon heute den Weg zu internationaler Anerkennung gefunden. Gudrun Rinke arbeitet mit ihrem Mann in Entwurf und Ausführung eng zusammen. Oft ist es für das ungeübte Auge schwer, die Urheberschaft an einem der sehr eigenwillig und modern empfundenen Stücke zu erkennen. Rinkes bevorzugen sehr edle Steine, die meistens als Cabochon geschliffen und poliert von betont strengen Goldfassungen zu optimaler Wirkung gebracht werden. Es fehlt nicht an Liebhabern oder mehr noch Liebhaberinnen für die Erzeugnisse eines Handwerks, das auch heute noch einen in zweifacher Hinsicht goldenen Boden hat. Die begreifliche, wenn auch kostspielige Neigung vieler Frauen, den vorhandenen Eigenwert durch käufliche Kostbarkeiten zu steigern, hat von Jahr zu Jahr zugenommen. Die Schmuckwelle hat Gold begehrenswerter gemacht als je zuvor. Tatsächlich vermögen edle Steine, in dieses zeitlos schöne Metall gefasst, ihre Trägerin besser zu kleiden als die meisten Textilien. Das Material wird jetzt weniger kostbar, das Spiel der Farben weniger subtil, dafür aber heftiger und kontrastreicher. Wir befinden uns im Atelier der Glasschmelzerin Edith Heinze. Größere oder gar mehrteilige Arbeiten werden im Entwurf vorgezeichnet. Edith Heinze bereitet eine Form für den Ofen vor. Oftmals werden für ein Stück mehrere verschiedenfarbige Gläser ineinander geschmolzen. Die besondere Fertigkeit Frau Heinzes besteht nicht allein in der Beherrschung der Schmelztechnik. Die farbliche Komposition und die richtige Vorausschätzung und Abstimmung von Farbe und Menge verschiedener Gläser spielen eine nicht weniger große Rolle. Das Ergebnis dieser Arbeit ist in Form und Farbe erstaunlich vielfältig. Frau Heinzes Produktion umfasst Glaskacheln für meterhohe Bauwände, gläserne Gebrauchsgegenstände verschiedener Art und reicht hinab bis zum kleinen Schmuckanhänger.